Willkommen bei der Akademie für Lyrikkritik, Haus für Poesie. Betrachtet man die zeitgenössische deutschsprachige Lyrikkritik, wird man fast ausschließlich von Lyrikbänden lesen, vielleicht auch von Anthologien, manchmal Zeitschriften und ab und an wird eine Lesung erwähnt. Doch schaut man sich die Debatten an, die über die Lyrik- und Literaturszene in den letzten Jahren angeregt von Gedichten hinausgegangen sind, dann betrifft es vor allem Gedichte, die etwa in Zeitungen erschienen sind, im Fernsehen rezitiert wurden, auf Demonstrationen oder politischen Feiern verlesen wurden oder auf Hausfassaden zu lesen waren. Lyrik ist in vielen Formaten, vielen Formen zu lesen. Sie prägt den Alltag, ist auf T-Shirts und auf Gegenständen zu sehen. Denken Sie etwa an die Verse, die auf Laken geschrieben wurden und aus den Fenstern während des Lockdowns 2020 gehängt wurden. Manch Lyrikverlag verkauft zunächst mehr Jutebeutel und Tassen mit poetischen Zitaten als Gedichtbände. Und Lyrik erscheint immer mehr im digitalen Raum. Die Akademie für Lyrikkritik will in einem Pilotprojekt im zweiten Halbjahr 2021 in Fokus und Form die traditionelle Lyrikkritik intermedial erweitern und etwa so etwas wie Poesie, Filmkritik oder Kritik intermedialer Lyrik zu entwickeln helfen. Wir beginnen mit dem beispiellosen Einfluss, den die Digitalisierung auf die Entwicklung der zeitgenössischen Lyrik genommen hat. Lyrik erscheint nicht nur auf Websites oder in Apps, sondern wird auch konkret für diese Formate, etwa soziale Medien, geschrieben. Sie thematisiert und reflektiert die technologischen Entwicklungen im Rahmen der digitalen Revolution. Oder aber sie nutzt digitale Technologien wie Algorithmen, ganze Programme oder künstliche Intelligenz, um Texte zu generieren. Diese digitale Poesie stellt dann Fragen, die auch für die Lyrikkritik sehr relevant sind, etwa die nach der Position von AutorInnen, nach der Konkurrenz oder aber Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, nach den evolutiven Prägungen unserer Sprachgeschichte, aus der wiederum Texte, neue Texte mithilfe etwa von KI generiert werden. Und auch kunsttheoretische Fragen, etwa die des ästhetischen Primats von Code oder von generiertem Text. Die folgenden Videolyrikkritiken widmen sich diesen Fragen und einzelnen Beispielen. Freuen Sie sich auf neue Kritiken von Adela Sophia Saban, Anja Engst, Anke Dörsam, Benedikt Kuhn, Elena Kaufmann, Frauke Gerstenberg, Julia Dorsch, Mai Mergenthaler und Seda Tunç. Viel Vergnügen. Wenn man doch ein Indianer wäre, der sich das Land unter den Füßen zurückholte, das Land, auf dem man nicht Fuß fasste, das Land, nach dem man auch nicht griff. Diese Zeilen stammen von der KI GPT-3. GPT-3 steht für Generative Pre-Trained Transformer 3 und ist die modernste textgenerierende KI, die derzeit im Umlauf ist. Sie wurde im Mai 2020 von der Firma OpenAI vorgestellt und ist in der Lage, Texte zu produzieren, welche oft schwer von menschengemachten Texten zu unterscheiden sind. GPT-3 kann Fragen beantworten, Definitionen liefern, programmieren, journalistische Artikel schreiben und ist ebenfalls in der Lage, Gedichte und kurze Geschichten zu verfassen. Transformer bedeutet in diesem Falle, dass das artifizielle neuronale Netzwerk der KI durch Deep Learning einen riesigen Textkorpus digital verfügbarer Texte analysiert und so für die eigene Textausgabe trainiert. Genutzt werden dafür zum Beispiel Texte aus Blogs, Literaturdatenbanken und von Wikipedia. Dieses Prinzip ist an sich nicht neu. OpenAI übertrifft mit GPT-3 jedoch bei weitem die vorherigen Textgenerierungs-KIs, da ihr neuronales Netz sehr viel komplexer und die Datenmengen, mit denen sie trainiert, sehr viel umfassender sind als bei ihren Vorgängerinnen. Für die Generierung der Texte in Vollendungen nutzte Hannes Bajor verschiedene Ausgangssätze aus bereits existierenden menschengeschriebenen literarischen Werken und gab diese GPT-3 mit der Aufgabe, sie fortzuschreiben. Man könnte diesen Vorgang mit der Schreibaufgabe in einer Textwerkstatt vergleichen,
bei der die Teilnehmenden einen Satz aus einem literarischen Werk als ersten Satz eines Textes nutzen sollen und ausgehend davon weiterschreiben. Nur dass in diesem Falle eine künstliche Intelligenz die Aufgabe ausführt und den Anfangssatz dafür als eine Art Richtlinie nutzt. Für einen der Texte nutzte Hannes Bajor beispielsweise die Prosa-Miniatur Kafkas, Wunsch, Indianer zu werden, als Ausgangssatz. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Der darauf folgende, von GPT-3 stammende Text übernimmt aus Kafkas Satz Rhythmus, Muster, Themenfelder sowie Modus und Tempus. Er übernimmt außerdem bei jedem Satz den Satzanfang, wenn man doch ein Indianer wäre. Der nächste Satz lautet dann zum Beispiel: Wenn man doch ein Indianer wäre, der nicht auf einem Pferd durch die Luft fliegen wollte, sondern auf den schwarzen Schatten eines Adlers schwebte, der gerade auf dem Weg vorbeiflog, schon in der Luft, vorbei an den niederflatternden Adlerflügeln, an den schwarzen Augen, bis man ohne Adler und ohne Adlerflügel war, auf dem nackten Himmel, und das war schon das Land vor sich, ein schlafender Himmel, in dem man vielleicht einmal untergehen würde. Die Verneinung, welche im Ausgangstext mit den Wörtern keine und ohne ausgedrückt wird, findet sich in diesem Abschnitt von GPT-3 wieder in den Wörtern nicht und wie gehabt in ohne. Das Muster der Wiederholung von Wörtern wird von GPT-3 ebenfalls nachgeahmt. Im Ausgangstext sind das zum Beispiel die Wörter Sporen oder Zügel, in diesem Abschnitt die Wörter Adlerflügel und Himmel. Auch der Moduswechsel vom Konjunktiv zum Indikativ, den Kafka vornimmt, wird von der KI übernommen. Das von GPT-3 genutzte Vokabular scheint zum einen aus jenem Vokabular zu schöpfen, das häufig gemeinsam mit dem Anfangssatz enthaltenen auftritt, und zum anderen sukzessive aus dem jeweils vorherigen entwickelt zu werden, indem kleine Schritte zwischen nah beieinander liegenden Inhalten gemacht werden, zum Beispiel Pferd zu Adler, Land zu Himmel. Es ist also zu erkennen, dass GPT-3 in der Lage ist, eine Vielzahl von sprachlichen Parametern zu erfassen. GPT-3 versteht jedoch nicht, wovon sie spricht. Sie berechnet lediglich die Wahrscheinlichkeit, mit der Spracheinheiten, also Silben und Wörter, aufeinander folgen. Daher ist GPT-3 auch nicht in der Lage, Inhalte auf ihre Bedeutung im aktuellen gesellschaftlichen Kontext abzutasten, geschweige denn, das Geschriebene zu reflektieren oder Political Correctness zu beachten. Beispielsweise nutzt die KI die Fremdbezeichnung der Native Americans, ohne darauf in irgendeiner Weise zu reagieren. Auch die Romantisierung des Indianer-Narrativs ist im Text von GPT-3 enthalten. In einem anderen Gedicht aus Vollendungen hat GPT-3 anscheinend ebenso keine Schwierigkeiten, das Narrativ der Objektifizierung von Frauen anschaulich zu reproduzieren. GPT-3 wiederholt, wie die meisten anderen textgenerierenden KIs, den Bias, der in dem für das Training genutzten Textmaterial enthalten ist. Zum einen ist das interessant, da so zum Beispiel Diskriminierungsmuster deutlich hervortreten. Es macht aber auch fraglich, ob GPT-3-basierte Texte in der Lage sind, diskriminierungsarm und progressiv zu sein. Für die literarische Welt ist diese neue KI insofern aufsehenerregend, als dass sie in der Lage ist, literarische Texte herzustellen, die in ihrer Qualität menschengemachten Texten ein ganzes Stück näher kommen als bisher gehabt. Vor allem kann sie darauf trainiert werden, sich den individuellen Stil von SprachkünstlerInnen anzueignen, also zum Beispiel Jay-Z oder Shakespeare nachahmen. So sind unter den von OpenAI gelisteten Programmen, Apps und Systemen, die GPT-3 nutzen, bereits 3 in der Kategorie Poetry und 1 in der Kategorie Bookwriting zu finden. Unter ihnen ist zum Beispiel AI Poet, dessen Haikus aus KI-Perspektive auf Twitter veröffentlicht werden. Angesichts der neuen Möglichkeiten beschleicht viele DichterInnen ein gewisses Unbehagen
Und schnell macht sich die Vorstellung breit, Maschinen könnten das Dichten bald ganz übernehmen. Denn es stellt sich aktueller denn je die Frage, was menschengemachte Lyrik von der KI-Komponierten unterscheidet und worin ihr Wert liegt, wenn es Systeme gibt, die eine bessere Rechenleistung haben als unser Gehirn und die Möglichkeit erahnen lassen, dass sie bald ebenso klangvolle, überraschende, treffende, abwechslungsreiche, formschöne oder kondensierende Lyrik schreiben können wie Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass menschliche Erfahrung in Sprache eingeschrieben ist und diese wiederum gewissen Mustern folgt, die von KIs verinnerlicht werden können, dann ist der Gedanke naheliegend, dass die menschliche Erfahrung nicht unbedingt notwendig wäre, um selbige sprachlich abzubilden. Dass viele die Lyrik der KIs als potenzielle Konkurrenz wahrnehmen, liegt sicher auch an den verwertungs- und wettbewerbsbasierten Denkmustern, welche das oft prekäre Dasein von LyrikerInnen im Neokapitalismus prägt. Dabei müsste gar nicht unbedingt an einen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine gedacht werden, denn es sind viele spannende Zukunftsszenarien für die AutorInnenschaft in der Koexistenz mit hochleistungsfähigen Sprach-KIs denkbar. Stellen wir uns beispielsweise vor, AutorInnen könnten basierend auf einer von ihnen entwickelten Poetik und oder basierend auf ihren selbstverfassten Texten Sprach-KIs so programmieren und trainieren lassen, dass sie für sie schreiben. In einem mehrseitigen Formular könnten Häkchen gesetzt werden und so Textmaterialien zum Füttern der KI gewählt werden, je nach gewünschtem Inhalt. Das Urheberrecht und die Lyrikkritik würden sich viel mehr auf die individuellen Programme der DichterInnen beziehen, als auf die Texte an sich. Fraglich wäre, wie es um die Zugänglichkeit zu solchen personalisierten Sprachrobotern stünde. Könnten nur reiche oder nur etablierte DichterInnen sich die Dienste der ProgrammiererInnen leisten oder sind die KIs für alle nutzbar? Vielleicht werden sich aber auch in Reaktionen auf die dichtenden KIs Gegenbewegungen formieren, die sich auf die Suche nach dem machen, was die künstlichen neuronalen Netzwerke nicht erfassen, nicht nachahmen können, nach dem, was in den Textdatenbanken nicht abgespeichert ist. Womöglich verstärkt sich beispielsweise der Trend der Wiederkehr der AutorInnen und die Biografien, Identitäten und Intentionen von AutorInnen treten immer mehr in den Vordergrund. Oder es gibt ein Revival des Dadaistischen, des Unwahrscheinlichen, des Unvorhersehbaren, da dies der Wahrscheinlichkeitsbasiertheit von KIs wie GPT-3 entgegensteht. Vielleicht wird Lyrik auch sehr viel kurzlebiger und radikal aktualitätsbezogen. Einige DichterInnen folgen bereits jetzt der Faszination der modernen Textgenerierungsprogramme und begeben sich mit den KIs in einen lyrischen Dialog. Angst, Kubital. Plonk, Kapital. Plurgenau. Plonk, Kapital. Plonk, Kadaver. Dieser Text entstand mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Genauer gesagt, vermittels des Sprachmodells GPT-2, Generative Pre-trained Transformer 2 von OpenAI, einer von Elon Musk mitbegründeten Artificial Intelligence Research and Deployment Company. GPT-2, inzwischen abgelöst von GPT-3, das auf einem künstlichen neuronalen Netzwerk basiert, hat mithilfe umfangreicher, internetbasierter Korpora trainiert, welches Wort mit statistischer Wahrscheinlichkeit auf ein anderes Wort folgt und kann daher, neben anderen Fähigkeiten, den Befehl "vervollständige diesen Text" mehr oder weniger sinnvoll ausführen. Anhand von weiteren Textkorpora kann das Training von GPT-AI auf spezifische Wortfolgearten fokussiert und so verfeinert werden. Im Fall des eben zitierten Texts Angst, Kubital, geschah das Feintuning vermittels ausgewählter Gedichte von Ann Cotton, die der Literaturkritiker und Germanist Christian Metz in seinem Buch Poetisch Denken über die Blütezeit der Lyrik seit 2000 erwähnt. Angst, Kubital ist mit 96 weiteren computergenerierten Gedichten in dem Band Ann Cotton Poetisch Denken 3 abgedruckt, der von dem Textkollektiv für digitale Literatur
0x0a konzipiert und herausgegeben wurde. Encotton ist der dritte von vier Bänden, die Dichter im Titel tragen, auf die Metz in Poetisch Denken eingeht. Neben Encotton sind dies Monika Ring, Jan Wagner und Steffen Popp. Hinter 0x0a, dem Steuerzeichen für den Zeilenumbruch, stehen Gregor Weichbrot und Hannes Bajor, die seit 2014 einzeln und gemeinsam mit verschiedenen Verfahren digitale Literatur und Konzeptkunst produzieren bzw. generieren. Auf der letzten Seite von Encotton Poetisch Denken 3 erklären Bajor und Weichbrot knapp ihre Verfahrensweise. Generiert per Machine Learning mit GPT-2 und unverändert wiedergegeben. Erstellt auf Grundlage aller in Christian Metz' Buch Poetisch Denken, Frankfurt Main, S. Fischer 2018, erwähnten Lyrikpublikationen Encottons. Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, mit einem computergenerierten Text wie Angst, Kubital umzugehen. Man kann den Text im Detail als selbstständiges Gedicht analysieren, zum Beispiel nach dem Vorbild von Christian Metz in Poetisch Denken. Auf diese Weise wird der Angstkubital als mehr oder weniger frei für sich bestehendes Werk behandelt, das von einem entsprechend mehr oder weniger freischaffenden Individuum stammt. Doch die Präsentation von Angstkubital als Produkt eines Sprachmodells durch das Textkollektiv 0x0a stellt, wie übrigens jedes maschinell hergestellte Gedicht, dieses Lyrik- und Kunstverständnis in Frage, das sich zwar erst im 18. Jahrhundert voll entwickelt hat, sich aber hartnäckig hält. Die digitale oder generative Literatur schließt eher an die von Florian Kramer rekonstruierte Tradition kalkulierter Literatur, an die Kombinations- und Permutationsdichtung des Barock, die ihrerseits auf pythagoreische und kabbalistische Verfahren zurückblickt und unter anderem von der konkreten Poesie erneuert wurde. Im Wissen um seine Produktionsbedingungen verlangt das Gedicht Angstkubital als Konzeptkunst verstanden zu werden. Dieser Forderung unterwirft sich auch diese Kritikerin. Die resultierende Besprechung, die das Konzept von 0x0a erklären und beurteilen soll, ist daher selbst vorhersehbar und könnte vielleicht auch von einem besonders ausgefeilten Sprachmodell übernommen werden. Bis es ein solches gibt, hat die Kritikerin noch etwas zu tun. Indem das Textkollektiv 0x0a mithilfe von GPT-2 Gedichte generiert, die auf dem von Metz in Poetisch Denken untersuchten Korpus basieren, reflektiert es kritisch auf dessen Thesen zur Gegenwartslyrik. Denn laut Metz unterscheidet sich die Lyrik der Gegenwart wesentlich vom rein konzeptuellen Uncreative Writing von Kenneth Goldsmith, das Metz übrigens als Vorläufer von 0x0a begreift. Goldsmith gehe es allein um das Nachdenken über seine unlesbaren Buchprojekte, darunter eine Abschrift einer gesamten Tagesausgabe der New York Times, die 2003 unter dem Titel Day als Buch publiziert wurde. GegenwartslyrikerInnen wie Ring, Wagner, Cotton, Pop und andere setzten hingegen beim einzelnen Gedicht an, Zitat Metz, beim Feilen am einzelnen Vers oder auch an jeder einzelnen Silbe, Zitat Ende. Und statt nur Archivmaterial zu verarbeiten, verbänden diese DichterInnen Archivarbeit mit den, Zitat, Inszenierungen von Ereignissen und Erlebnissen, Zitat Ende. Widerspricht das Textkollektiv 0x0a dieser These, indem es durch die Publikation von sprachmodellgenerierten Ring-Wagner-Cotton-Pop-Parodien die Vorhersehbarkeit der originalen Texte beweist? Sind diese Texte doch nur reines Kalkül und verarbeiten keine einzigartigen Erlebnisse? Oder gibt die Transformation von AutorInnen-Lyrik in digitale Lyrik neue Einblicke in die Poetik dieser AutorInnen und macht sie diese vielleicht sogar interessanter und reizvoller? Entlarvt GPT-2 die Menschenlyrik als maschinengleiche Texte oder wird umgekehrt die Maschinenlyrik durch das Training an Menschenlyrik menschlicher? Oder sind die digitalen Parodien der Gegenwartslyrik einfach nur kümmerliche Kopien? Ein Vergleich zwischen der Encotton-Parodie Angstkubital von 0x0a und dem Original 52 Angstkubital zeigt,
dass die maschinelle Version die Menschenkreation sowohl potenziert als auch reduziert. Ein einfaches Urteil über die digitale Transformation von Lyrik wird so erschwert. Der Titel von Ann Cottons Gedicht Angst, Kubital ist, wie die anderen Gedichte in Fremdwörterbuchsonette, auf die Metz seiner Analysen konzentriert, Teil eines Gedichtpaars. Der andere Teil steht auf Seite 27 und hat den Titel 27 Gedankenkubital. 27 Gedankenkubital bildet den Ausgangspunkt von Metz Analysen von Cottons Denkraumpoetik und Bricolagen, die auch die folgenden Ausführungen inspiriert haben. 52 Angstkubital hat die Form eines verdoppelten Sonetts und ist mit seinen 28 Zeilen sehr viel länger als die Kopie Angstkubital. Daher wird nur die erste vierzeilige Strophe mit der Maschinenversion verglichen. Ich lese das Original. 52 Angstkubital. Plötzlich bekam ich's mit der Angst zu tun. Doch fragt mich nicht, was mit der Angst zu tun ist. Ich zögerte ein wenig, weiß nicht mehr warum. Stand da und plötzlich war sie da. Bis auf die Titelwörter kommt keines der Wörter des KI-Gedichts im Original vor. Gedicht und Zeilenlänge, Metrum und Rhythmus sind verschieden. Dennoch haben die beiden Texte einiges gemeinsam. Darunter die Wiederholung bzw. Potenzierung, die im Wort Kubital, was dem Ellenbogen zugehörig bedeutet, angelegt ist. Denn so Metz, das kubital verwandte Wort Kubus verweist auch auf den Würfel, der aus zwei angewinkelten Ellenbogen bzw. zwei offenen Dreiecken besteht. Ähnlich klingen auch die verdoppelten Alliterationen. Stand da, ich's mich nicht, was weiß, plötzlich zögerte Angst zu tun. Die Verdoppelung erscheint weiterhin in beiden Gedichten als möglicher Grund für die titelgebende Angst. In Cottons Gedicht entsteht die Angst vielleicht aus der zögernden Reflexion der Rückbeugung und Verdopplung. Zitat: Ich zögerte ein wenig, weiß nicht mehr warum. Stand da und plötzlich war sie da, die Angst. Die KI-generierte Variante thematisiert die Angst, indem sie mit dem Computersprachenwort Plonk, please leave our newsroom, kid, gleich zweimal lautmalerisch zum Rausschmiss aus dem Netz aufruft. Darauf folgen die furchterregenden Begriffe Kapital und Kadaver. Der Neologismus plurgenau bleibt rätselhaft und könnte für das Unbegriffene stehen, dessen Darstellung und Reflexion Metz an der Gegenwartslyrik lobend hervorhebt. Der komisch wirkende Unsinn von GPT-2 macht also durchaus Sinn, sowohl für sich stehend als auch im Vergleich mit Ann Cottons ernsterem, aber nicht humorlosen Original und gibt wie dieses Stoff zum Denken und zum Fühlen auf, wenn auch anderen und anders. Wir empfinden und reflektieren über die Struktur und die lyrischen Mittel. Wir fragen nach dem Korpus, wie kommt zum Beispiel das Wort Kapital ins Gedicht, und denken nach über die Grenzen und Indifferenzen von Kunst und Maschine. Letztens telefonierte ich mit einem Freund. Er erzählte mir von einem Dichter, der mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet und Gedichte von ihr vervollständigen lässt. Aber das ist doch Hannes Bayors Konzept in den Vollendungen, rief ich empört aus. Naja, die Frage von Autorinnenschaft muss bei dieser Art von Lyrik neu gedacht werden, hatten wir auch in der gemeinsamen Diskussion festgestellt. Tatsächlich ist die Idee, mit Hilfe einer KI poetische Texte zu generieren, in verschiedenen Formaten zu finden. Es lohnt sich deswegen, einen Blick darauf zu werfen, welche genauen Entscheidungen getroffen wurden. Folgender Hinweis steht am Ende des Textes Vollendung. Je ein Ausgangssatz von verschiedenen Schriftstellerinnen wurde vom Transformer-Sprachmodell GPT-3 vervollständigt. Es wurde nichts verändert, nur gelegentlich neu angesetzt. In dem Essay Der Tod des Autors von Roland Barthes wird auf die Frage, wer in einem literarischen Text spricht, wie folgt geantwortet. Wir werden es nie erfahren können, einfach deswegen, weil die Schrift jede Stimme, jeden Ursprung zerstört. Und weiter,
Schreiben bedeutet mithilfe einer unverzichtbaren Unpersönlichkeit, die man keineswegs mit der kastrierenden Objektivität des realistischen Romanschriftstellers verwechseln darf, an den Punkt zu gelangen, wo nicht ich, sondern nur die Sprache handelt. Anstatt des Autors verweist der Text auf die Schamanenkultur, in denen eine Erzählung niemals von einer Person, sondern von einem Vermittler, einem Schaman oder Erzähler, an dem man höchstens die Ausführung, Performance, nämlich die Beherrschung des Erzählcodes, bewundern kann, aber nie das Genie. Auch Vollendung lebt von der Performativität des Textes. Der gelistete Autor Hannes Bayor hat die eingespeisten Textstellen nur zitiert. Der letzte Teil gleicht einer Aufforderung an die Leserin, selbst zum Sprachmodell GPT-3 zu greifen, zu imitieren und selbst zu performen. Jeder kann eine Künstlerin sein. Das ist auf jeden Fall eine Demokratisierung der Kunst. Der Autor wird zum Feld ohne Ursprung. Auch in der Tod des Autors wird resümiert: Als Nachfolger des Autors birgt der Schreiber keine Passion, Stimmung, Gefühle oder Eindrücke mehr in sich, sondern dieses riesige Wörterbuch, dem er eine Schrift entnimmt, die keinen Aufenthalt mehr hat. Das passt ja reibungslos auf den Text einer künstlichen Intelligenz. Aber handelt nur die Sprache? In der Blackbox versteckt sich ein Code. Bei der GPT-3 handelt es sich um eine Dienstleistung, deren Entwicklung Elon Musk und Microsoft mitfinanzieren. Aus welchem Material speist sie sich? Welches Archiv wird bedient? Wie sehen die Lernprozesse aus? Die Bedingungen der Sprache von GPT-3 bleiben vom Unternehmen gewollt in einer Blackbox. Auf einer Seite, die sich kritisch mit GPT-3 auseinandersetzt, heißt es: We now know that algorithms are biased and fragile. They can perpetuate great abuse and great deception, and the expense of developing and running them tends to concentrate their power in the hands of a few. In dieser Fragilität des Algorithmus inszeniert sich die Gründerorganisation OpenAI als gute Hirte, der das Sprachprogramm vor Missbrauch schützt. Doch wohin werden die Schäfchen geführt? Vieles bleibt in schwarzen Kästchen verpackt. Der Rolle des behütenden Schäfers stellt Donna Haraway in ihrem Essay Cyborg Manifest die Cyborg entgegen. Cyborgs sind kybernetische Organismen, Hybride aus Maschine und Organismus, ebenso Geschöpf der gesellschaftlichen Wirklichkeit wie der Fiktion. Wir leben in einer Welt, konstituiert von Dualismen, die bestehende Machtsysteme reproduzieren und verfestigen. Männlich, weiblich, Tier, Mensch, Tier, Maschine. Doch anstatt diesen Grenzkrieg zu führen und damit ein bestehendes Machtsystem zu erhalten, schlägt der Essay vor, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen. Der Text fordert dabei eine doppelte Perspektive ein. Zum einen birgt das Cyborg-Universum die Gefahr eines universellen, determinierenden Codes. Aber genauso gut kann es neue Lebensformen bedeuten, die partielle Identitäten und widersprüchliche Positionen möglich machen. Das Machtverhältnis von Mensch und Maschine ist ein unklares. Und somit muss die Maschine auch nicht beherrscht werden, ebenso wenig wie sie uns beherrscht oder bedroht. Die Maschine sind wir, unsere Prozesse, ein Aspekt unserer Verkörperung. Diese neue Verbundenheit bietet die Möglichkeit, bestehende Machtsysteme in Frage zu stellen und zu sprengen. Dabei spielt das Schreiben eine zentrale Rolle, ist es doch die Macht des Bezeichnens. Allerdings darf diese Art des Bezeichnens weder fallisch noch naiv sein. Es reicht also nicht aus, den Autor abzuschaffen. Die Bedingtheit der Kodierung der Sprache muss immer auch hinterfragt werden. Wenn die Maschinen wir sind, dann sind die Maschinen eine Möglichkeit, neue verschiedene Ausdrucksformen zu finden. Es geht also nicht um die Erfindung einer Universalsprache oder einer Universalerfahrung oder eines abgeschlossenen Systems. Der Traum ist kein Traum einer gemeinsamen Sprache, sondern einer mächtigen, ungläubigen Vielzüngigkeit. Etwas erscheint undeutlich oder löst sich auf, verbreitet sich, verflüchtigt sich. Das Eingangsblatt von Plumes von Jasmin Mehrhoff zeigt,
auf rotem Untergrund Fragmente gedruckter Wörter in streifigen Schlieren übereinander geschichtet, sodass kaum etwas lesbar ist. Die Wortspuren orientieren sich noch an einer Horizontalität, aber die Waagerechte löst sich auf, wie beim Hitzeflimmern, etwa im Sommer über dem heißen Asphalt. An mehreren Stellen ist Es erkennbar. Auf dem Eingangsblatt sind so alle Tatsächlichkeiten, Realitäten und die Sätze, die Aussagen selbst, ins Wanken geraten. Was bleibt, ist allein der Hinweis, etwas ist. Das Titelwort Plumes kann Verschiedenes bedeuten. Federn, seinem Wortursprung nach, dann auch, aufgrund von Ähnlichkeiten zu Federn im Aussehen, Rauchwolken, Rauchfahnen zum Beispiel, Abgasfahnen in der Luft oder auch Schadstofffahnen im Grundwasser. Wie das Eingangsblatt zeigt, sind Plumes hier aber auch dispergierende Wörter, Satzteile, Sätze, Aussagen. Plumes ist ein Heft mit digitaler Poesie und Fotokollagen. Wie das Eingangsblatt zeigen auch die folgenden 8 Seiten Gebilde mit sich auflösenden Schichtungen von Wörtern und Sätzen. In der Mitte des Hefts stehen 3 Fotokollagen. Daran schließt ein 5-seitiger, mit einer Art von Cut-Up-Technik hergestellter Text an. Den Abschluss bildet ein weiteres der Rauchfahnengebilde mit sich verflüchtigenden Wörtern und Satzteilen. Jasmin Mehrhoff hat einige Exemplare des Heftes selbst gedruckt. Als PDF kann man Plumes außerdem auf ihrer Internetpräsenz herunterladen. Das Eingangsblatt zeigt, etwas ist mit dem gewohnten Schriftbild passiert. Die Horizontalität, die den Wörtern in allen lateinischen Schriftsystemen eigen ist, also auch das Englische bestimmt, löst sich auf. Die Buchstaben, Wörter und Sätze verteilen sich, verschweben und diffundieren. Was als fest umrissen sich gab, zeigt sich nun als flüssig und instabil. Auch auf den nachfolgenden Seiten im Heft sieht und liest man Sprache in Teilchen und Fragmenten von den oberen, unteren, seitlichen Wort- und Buchstabenrändern her. Was mit der Sprache in ihrer visuellen Gestalt passiert, wird schlaglichartig belichtet in dem, was die Wörter da, wo man sie noch lesen kann, ausdrücken. Into a solid form, elastic vapor by, which thus und the end could, ist das, was auf der ersten Seite des Heftes gerade noch lesbar ist. Elastischer Dampf auf der einen, feste Form auf der anderen Seite. Ein Spannungsverhältnis zwischen beiden Aggregatzuständen zeichnet sich ab, dann könnte da ein Ergebnis, welches, oder eine Konsequenz, welche, aufscheinen. Schließlich deutet sich etwas Unausgesprochenes im Potenziales an, im Zusammenhang mit einem Zweck, Ziel oder Ende. Wie Cirruswolken erscheinen die Spuren der Satzteile und Wörter, ihre Ränder ergeben zarte, fransige Linien, Buchstabenreihen bilden Schwünge an den Seiten des Gebildes. Die ersten Wörter und Themen sind frei in den Raum gestellt, ein Seh- und Denkraum ist eröffnet, der auf den nachfolgenden Seiten weiter gefüllt wird. Dabei fungieren die einzelnen Wörter und Satzteile, die in den Schriftgebilden noch lesbar sind, als Ankerpunkte. Lesbar auf der zweiten Seite sind unter anderem If the end could und Force. Auf der dritten Seite sind die Wörter Moving Power sichtbar. Diese Energie oder Kraft scheint in den horizontalen Streifen des Gebildes visualisiert zu sein. Wie von einem schrägen, weißen Dunststreifen durchtrennt, ist das darauffolgende 4. Gebilde. Gut lesbar sind hier die Atmosphäre und Noxious, giftig. Außerdem unten rechts Force und Power. Dann ein 5. Gebilde mit den Wörtern Nature decomposes, was zweifach verstanden werden kann, dass die Natur etwas zerlegt, verwandelt oder dass sie sich selbst zersetzt. Wiederum sind Atmosphäre und Noxious lesbar. Zu erahnen sind außerdem die Wörter It is almost certain. Wie eine aufsteigende Fahne sieht das 6. Gebilde aus, dessen schwarze Buchstaben und Wortspuren unter anderem aus den Resten der Wörter Other Gases und Nature gebildet sind.
In vielfacher Wiederholung zeigt das siebte Gebilde die Wörter »It is almost certain« und fügt dem bisherigen einen neuen Aspekt hinzu, deutet an, dass etwas mit Bestimmtheit zu erwarten sei. Das achte Gebilde schließlich visualisiert eine Umwandlung hin zu einer festen Form. Nature decomposes ist mehrfach auf der Seitenmitte zu lesen. Wie Sedimente lagern sich die Wörter into a solid form mehrfach wiederholt zum unteren Seitenrand hin ab. All diese Gebilde sind computergeneriert mit P5.js, einer JavaScript-Bibliothek. Input ist ein Abschnitt aus Charles Babbage's 1832 erschienenem Buch On the Economy of Machinery and Manufactures, in dem dieser die Welt der beginnenden Industrialisierung und der entstehenden Maschinenkultur beschreibt. Gearbeitet wird mit dem Schriftbild einer gedruckten Buchseite. Input ist eine Bilddatei, das heißt, es findet eine Art von Bildbearbeitung statt. Aus dem ausgewählten Teil der Buchseite werden Schnipsel erzeugt, die fortlaufend so übereinander geschichtet werden, dass Teile der anderen Schnipsel verdeckt werden. Für das Heft traf Jasmin Mehrhoff eine Auswahl aus Grafikdateien, die nach einer bestimmten Anzahl von Frames automatisch abgespeichert wurden. Die Gebilde aus Plumes arbeiten mit einem Text von 1832 als Schriftbildmaterial, aber in dessen computergestützten bildsprachlichen Bearbeitung scheint die gegenwärtige Klimakrise auf. Dabei ist der Mensch jedoch in den Poesiegebilden kaum anwesend, weder in den angesprochenen noch in den abgebildeten Prozessen. Babbages Aussagen und Sätze und Wörter von wem noch lösen sich auf, verschweben. Auch die dreifarbigen Fotokollagen wirken menschenleer, auch wenn die dritte der Collagen etwas Menschengemachtes zeigt, die Platine eines alten Smartphones. Hinweis auf das Textverfahren und Hinweis auf die Gegenwart, BART, seit Babbages Rechenmaschine Analytical Engine sind schon einige Jahre vergangen. These forced chops, die ersten drei Wörter von availing, des den Fotokollagen folgenden fünfseitigen Poesietexts, scheinen das computergestützte Verfahren der Textbearbeitung, eine Art von Cut-Up-Verfahren, zu kommentieren. Auch Availing verwendet Babbages Text als Ausgangsmaterial. Dieser wird in eine lange Zeile gesetzt, aus der dann, wie von einer über sie hinweglaufenden Stanzmaschine, 500 unterschiedlich breite Schnipsel geschnitten werden. Die Schnipsel, die jeweils noch Teile des vorhergehenden Schnipsels enthalten, werden zusammengesetzt. Der Text wird dann manuell und mit Hilfe von Rechtschreibprüfung ediert. Der entstandene Text ist länger als der Input-Text. Die gängige Syntax wird nur andeutungsweise berücksichtigt. In Availing tritt die gegenwärtige Klimakrise ausdrücklich hervor. Es gibt Warntöne, tiefen Kummer. Hier nun rückt der Mensch mehr in den Blick. Es gibt Schuld und Verantwortlichkeit für die Nachwelt. Schließlich auch die Andeutung eines Wendepunkts. Was Jasmin Mehrhoffs digitale Poesie interessant macht, ist die Art und Weise, wie sie mit dem Input-Text verfährt. Hier werden vorausgegangene Sätze nicht nur aktualisierend nachvollzogen, das Buchstaben-, Wort- und Schriftbildmaterial des Input-Textes wird vielmehr erheblich erweitert und überschritten. Der Text ist nicht nur Text aus beweglichen Lettern, aus einzeln getippten Buchstaben. Text ist auch Bild und man liest und sieht ihn in Bewegung, erkennt, dass etwas geschieht, was mit expired existences, sentences angesprochen ist. Ebert Platz wird Text. Alle schreiben. Dies ist eine Zeile des Doombots, eines textgenerierten Skripts, programmiert von Ed Lieitzout, Julia Knass und Thomas Heinschow. Der Eberplatz ist ein hässlicher Platz.
Einer, um den man herumläuft, weil es sich kaum lohnt, durch die Unterführungen zur U-Bahn hinab und hinaufzusteigen, weil die Bahn selten und unpünktlich fährt, sodass man zu Fuß in der Umgebung des Kölner Agnesviertels meist schneller ist. Ebertplatz wird Schlagzeile. Alle schaudern. Unten im Zwischengeschoss ist ein Copyshop. Teil der Großfamilie aller Menschen, die mit Texten arbeiten. So sehr die Textproduktion in der Regel am Bildschirm mit Buchstaben aus Pixeln und Nullen und Einsen abläuft, so unüberwindbar braucht sie doch noch am Ende den Druck und sei es nur zum Perspektivwechsel beim Korrekturlesen. Die Maschinen im Copyshop werfen auf USB-Sticks mitgebrachte Buchstaben auf Papier, Pappe und Karton, auf Plakate und zu Manuskriptstapeln zusammen. Wer es kennt, wer es braucht. Ebertplatz wird Krater. Alle verschwinden. Während verschiedener Initiativen, AnwohnerInnen und Arbeitsgruppen gemeinsam mit der Stadt daran arbeiten, dass der Ebertplatz wieder zu einem beliebten und vielfältig genutzten öffentlichen Platz wird, bekommt er eine Zwischennutzung. Ein Platz im Umbruch. Aktuell ist es im September 2021 die Klanginstallation Telekinetic Dreams. Im Frühjahr lief über den Platz Transit Ebertplatz. Vorübergehende Literatur am Ebertplatz. Auf dem Betonfries der über der Erde liegenden U-Bahn-Gleise lief ein 50 Meter langes, 1 Meter hohes Textband, über den in zwei verschiedenen Rhythmen Textminiaturen bis 600 Zeichen, also gut 3 Tweets, liefen, eingesandt aus ganz Europa und von einer Jury aus verschiedenen Kölner Akteurinnen ausgewählt. 5 bis 6 Texte liefen dort tagsüber von 9 bis 17 Uhr über das LED-Laufband und abends von 17 bis 23 Uhr alle 31 ausgewählten Texte einer an den anderen gereiht. Erst für 5, dann für 6 Wochen verlängert. Temporär also. Ebertplatz wird Umschlagplatz. Alle kaufen. Der Platz ist, gerade weil er so hässlich ist, ein Durchgangsort. Seit dem Frühjahr 2020, dem Beginn der Maßnahmen gegen die Pandemie, noch einmal mehr. Ebertplatz wird Reichenberger Platz. Alle verwechseln. Im Durchgangsverkehr schlägt der Fußgänger Schneisen über den Platz, der auf der Mitte von dem Textband ebenso zerschnitten wird. Wie die Bahn in den Platz ein- und ausfährt, fängt auch der Text irgendwo an und endet an einer Ecke. Dazwischen befindet er sich auf der Durchreise. Die Passanten ziehen über den Platz wie die Augen beim Lesen über die Buchstaben. Parallel zieht der Text vorbei. Man kann mit ihm mitlaufen. Laufen mit dem Blick auf Text, auf einlaufende, eintrudelnde Einmeldungen, Nachrichten, digitale Briefwechsel in den Chat-Apps. Ebertplatz wird Liebesnest. Alle schmusen. Der Raum des Digitalen ist intim. Der Raum der digitalen Liebesbriefe, der Kommunikation mit Menschen, mit denen wir gerade wirklich etwas zu klären haben, ein Verabredungszeitpunkt, ein Missverständnis, ein Streit. Das Smartphone in der Hand, auf dem Weg zur U-Bahn, auf der Suche nach etwas zu essen, dazwischen ein kurzer Halt, um die Schuhe zuzubinden oder die Nase zu putzen. Ebertplatz wird Brötchen. Alle belegen. Bemerken, was ist da, was war da vorher nicht, was verändert sich. Der Automatismus des Lesens der sich bewegenden Zeilen, man hat es an der Kassenschlange gelernt. Und natürlich läuft man weiter. Den Weg, den man geht, bleibt trotzdem der Weg, den man geht. Im Frühjahr 2021 ist immer noch vieles anders. Ein Jahr ist vergangen seit dem überraschenden Einkehren der Maßnahmen gegen eine Seuche, die sich zuerst nur durch Medien in den Alltag schlich. Digital im Netz, analog in Zeitungen, dual in der Aussendung von Radiowellen. Plötzlich war es haptisch. Das Fehlen des Lichts auf der Haut, der Luft aus verschiedenen Richtungen, der Begegnungen an der Straßenecke, selbst des Lärms, wie er sonst fiel. Ebertplatz wird Schachbrett. Alle springen. Man sollte körperlichen Abstand voneinander halten, Social Distancing, sich nicht treffen, damit sich das Virus nicht verbreiten konnte, so man denn konnte und nicht an der Supermarktkasse oder im Krankenhaus arbeiten musste. Für viele fand der Kontakt mit der Außenwelt plötzlich auf dem Bildschirm statt. Laptop, Tablet, Smartphone. Ein Rückzug? Ebertplatz wird Chance, alle vertun. Dass du in meiner Hand, dass du in meinem Smartphone, dass du in meinem Kopf, dass du in meinen Gedanken. Die Intimität in den Gedanken, die ich unterwegs mitnehme. Keiner weiß, wo ich gerade bin. In Gedanken, wann ich antworte. Ebertplatz wird Geheimnis. Alle wissen.
Momentaufnahmen nebeneinander gestellt im Staccato der Silben wie eine vorbeifahrende Bahn oder der Schritte, mit denen man sich über den Platz bewegt und mit jedem Schritt seine Perspektive verändert, auf die Straßen, die zum Platz führen, auf die Treppe zum U-Bahn-Eingang, auf das Laufband mit den Buchstaben, das parallel weiterrollt. Eberplatz wird Beschreibung, alle lügen. Lyrik gilt den einen als abgehobene Kunst neben klassischer Musik im Ohrensessel vor einer Bücherwand, weil sie klingt, weil ihre Laute, Lyrik, Lyra, Laute, alle in dem Moment präsent sind, in dem sie ausgesprochen oder gelesen werden, begleitet sie einen und vergeht. Und sie passt zu Übergängen, zu Bewegungen, zu rhythmischen Bewegungen, wie das Lied beim Wandern, beim Abwaschen, das Autoradio beim Autofahren. Eberplatz wird Regenbogen. Alle Pride. Es riefen viele die Zeit des Lesens aus, als der allgemeine Lockdown beschlossen wurde. Endlich wieder ein gutes Buch. Zu Hause. Gemütlich auf dem Sofa. Als ob Literatur gemütlich wäre. Als ob Literatur immer gemütlich sein wollte. Ebertplatz wird Müllhalde. Alle empören. Worte über den Platz wie Nachrichten, wie im Newsticker, Informationsgehalt. Vertrauen, das ihnen anhand der bloßen Präsentation geschenkt wird. Wie anders bei einer Lesung vom Smartphone vorzulesen, als von einer ausgedruckten Seite, als von einem Buch. Text, der im Laufband über einen Platz läuft, sagt, ich spreche zu dir. Hier. Ich will dir etwas sagen. Ich verstecke mich nicht in einem Buch, das du aus dem Regal ziehen und öffnen musst. Ich will grundsätzlich etwas sagen. Ich stelle mich an eine erhöhte Stelle. Ich posaune es über den ganzen Platz hinaus. Posaune statt Lyra. Die Posaunen von Jericho, die etwas künden. Glockenschläge, die etwas künden. Die Uhrzeit, den Tod einer wichtigen Person. Krieg, Frieden. Über den Platz hinweg, in Bewegung, digital, wie es ein analoges Spruchband niemals könnte. Das könnte nicht laufen und es könnte nicht blinken. Ebertplatz wird Demokratie. Alle herrschen. Transit ist Corona-konform, weil der Platz groß genug ist für das Abziehen der Luft zwischen zwei Absätzen. Es ist schwer, etwas zu finden, was hängen bleibt. Und das muss es auch nicht auf dem Platz. Eberplatz wird Zuflucht. Alle schlafen. Text ums Eck. Der Text bricht sich. Umbruch. Wie Zeilen sich umbrechen. Aber wenn man den Ort wechselt, sieht man hinter den Zeilen Umbruch. Der Text bricht ab und verschwindet im Beton, der ihn aufnimmt. Bis der Umbau beginnt. Da sich der Umbau verzögert, hält diese Zwischenphase an. Die seltsame Schleife. Lyrikkritik zu Mattes Kuhn, Selbstgespräche mit einer KI. Die Maschine wird nicht nur die Reflexion bedingen, auch die Reflexion wird die Maschine bedingen, denn die Reflexion hat bereits begonnen, während die Maschine noch konstruiert wird. Dieser Satz stammt aus Mattes Kuhns 388 Seiten langem Buch Selbstgespräche mit einer KI,
das bei dem Textkollektiv für digitale Literatur 0x0a im Jahr 2021 erschienen ist. Es erreicht uns in einer Zeit, in der sich Literatur und Digitalität zunehmend miteinander verschränken. Seit ein paar Jahren blüht in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit maschinellen Sprachmodellen, künstlichen Intelligenzen oder sogenannten KIs, die die poetischen Möglichkeiten des Digitalen anreichern, indem sie beispielsweise zur Interpretation und Verknüpfung von Texturen eingesetzt werden. Dieser Zugang trägt nicht nur zum Nachdenken über eine maschinell gestützte Wirklichkeitskonstruktion einer zunehmend digitalisierten Welt bei, sondern auch zu einer anderen Verhältnisbestimmung zwischen Selbst und Welt. Neue Formen der Selbstbeschreibung entstehen, so Hannes Bajor, der mit Gregor Weichbrot das Textkollektiv 0x0a bildet. 0x0a als Symbol, das im Analogen nicht existiert, steht zeitgleich für einen fiktiven Ort, der einer experimentierfreudigen Leserschaft solche neuen Formen digitaler, konzeptueller Literatur in Deutschland näherbringen möchte. Solche, wie sie Mathis Kuhns Buch entfalten. Kuhn hat dafür als Autor mit einer technischen Schreibmaschine zusammengearbeitet, die lernen kann, und mit ihr Gespräche geführt. Daraus sind Gesprächsgebilde gewachsen, die Mensch und Maschine als Autoren skizzieren, auch wie sie dabei miteinander Verstrickungen eingehen. In Bezug auf die Verstrickung merkt Mathis Kuhn in einer Fußnote seines Werkes an, dass die Figur des Kreises, des Zirkelschlusses oder der seltsamen Schleife darin womöglich nicht die ihr zustehende Aufmerksamkeit bekommt. Er ergänzt: Dennoch sind die Bücher gefüllt mit Selbstreferenzialität, die maßgeblich ist für die behandelte Thematik. Ich kann nicht gut sehen, was hier zu kurz kommt, denn in seinem Buch zeigt er für mich sehr eindrücklich, wie Selbstgespräche im Umgang mit einer technischen Schreibmaschine in vier unterschiedliche Formen literarischer Verschleifung eingelassen sein können, sucht episodisches Spiel mit ausführbarem Text, mal reanalytisch, mal dichterisch verschalt und macht damit eigentlich gleich das Leseangebot von vier Büchern. Im ersten Buch wird das Selbstgespräch vom Autor als Segelfläche der Poetik ausgestellt. Sie gibt Einblick in die von der Maschine und dem Autor rekursiv produzierten Text. Einerseits hat Mathis die KI hierfür mit Zitaten aus Ästhetik, Naturwissenschaften, Informatik, Technikphilosophie und Prosa geschult, die er mit seinen eigenen Händen vorab ausgewählt hat. Andererseits schreibt die Maschine hierüber das Selbst- und Weltbild des Autors weiter, indem sie mimetisch lernt, auf welche Weise Mathis Kuhn diese Vorauswahl getroffen hat. Die Verschleifung besteht hier folglich zwischen Varianten der Genese und Transformation von Repräsentationen des Menschen und der Maschine, auch mittels Technik wie maschinellem Lernen. Ich ahne, dass diese Form mimetischer Annäherung immer nur an die Repräsentation des Autors erfolgen kann und entdecke darin eine aufrichtige Mensch-Maschine-Differenz. Ist die Anordnung der Selbstgespräche vom Autor hierbei intuitiv gewählt worden, so folgen sie doch einer Darstellungskonvention. Alle 21 Selbstgespräche sind mit dem Präfix SG-Unterstrich versehen und ihre Nummerierung entspricht der zeitlichen Gesprächsabfolge. Dabei transportiert die Komposition der Textfragmente durchaus ein Gefühl der Handhabbarkeit interner Repräsentation des Autors und seines Komplexitätsverständnisses von Welt und Selbst für die Lesenden. So sei das Denken in Abstraktionen nicht schwer, hingegen bestimmt. Und müsste das Programm im Gehirn des Menschen bloß exekutiert, dann interpretiert werden, um nichts als Automatismen zu entdecken.
Mattes Kuhn ergänzt, auf diese Weise existiere die Welt für die Maschine jedoch nicht. Sie lerne, wie sie seine Repräsentation über Algorithmen bildet, sei Tabulé einer phänomenalen Informatik. Und die Selbstgespräche zeigen, wie dieser Algorithmus nicht als Repräsentation in der Welt von der Maschine erfasst wird, sondern eigentlich die ganze Welt von intelligenten Schreibmaschinen ist und ansonsten Unschlüssigkeit der eigenen Gegenwartsbestimmung. Ob nun die Maschine oder Mattes Kuhn hierbei bestimmte Textfragmente entwickelt haben, bleibt für die LeserInnen dabei fast gänzlich verblasst. Gerade das regt mich jedoch auf meinem Schauplatz zur milden Unruhe an. Im Vorbeifliegen mit Kerze rufe ich, tut es dir nichts, dass die Ausführung deiner Selbstbeschreibung in die Maschine deine eigene Schreibweise heimlich verdunkelt? Die Figur des Kreises, die sich für mich bis hierhin in einer sich von Dauer neu fragenden Schleife schließt, wird über solche Formen des Selbstgesprächs nicht auch der Selbstabgleich des Autors mit einer Technologie provoziert, die zugleich nach einer alternativen Beschaffenheit von Subjektivität verlangt? Ich spüre, er macht mindestens Kissenschlacht mit Identitätlichkeit des technischen Objekts, wie es in SG-27 zur Gedankenströmung heißt. Ist Teil der Welt im Digitalen, in der das Ding vom Unding bereits Witterungen aufgenommen hat. Im zweiten Buch erläutert Mattes Kuhn die Hinterbühne der Selbstgespräche mit einer KI. Unter anderem führt er ein in das, was er grundlegend unter dem Begriff Selbstgespräch versteht. Selbstgespräche beginnen willkürlich und enden ebenso. Darin ähneln sie dem Essay. Nach Adornos Definition fängt der Essay nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will. Er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selbst am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe. Ähnlich wird es auch in diesem Handbuch und den Gesprächen passieren, so kündigt der Autor es dem Leser an. Die Selbstgespräche mit einer KI bleiben fragmentarisch und werden sich in Zukunft erweitern. Das Digitale ist das Nicht-Enden-Müssende, das immer weitermachen können, so Kuhn im Mantel des Zitats von Bajor. Die Spielart Handbuch macht ein weiteres Verschleifungsangebot. Es legt einen Zugang zu den Selbstgesprächen über das vom menschlichen Autor vorgeordnete Wissen zu Verfahren der algorithmischen Textproduktion und zu seinem Werkverständnis. Es kann als Nachschlagewerk und Erkenntniswerkzeug dienen, helfen zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren und Idee sein, die Verfahren auszuprobieren. Im dritten Buch ist der Code abgedruckt, der durch die Maschine aufgerufene Funktionen und deren Resultate aufführt. Damit gibt dieser Buchteil anschaulich Einblick in den Mechanismus der Technologie. Im vierten Buch wird das Datenset als Wissen der eingesetzten Schreibmaschine präsentiert, das Mattes Kuhn aus Exzerpten wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Literatur arrangiert hat. Kuhn selbst schreibt mit Foucault, es habe als materielles Gedächtnis persönliche Bedeutung, ließe sich auch als selektiertes Kondensat dessen auslegen, was er gelesen, gehört und gedacht hat. In Verbindung mit den anderen Buchteilen ergibt sich so eine weitere Verschleifung der Selbstbeschreibung zwischen menschlichem und maschinellem Autor. Einerseits wird deutlich, inwieweit Vorschläge der Maschine zwar verfahrensgeneriert, jedoch in einen durch Kuhn thematisch vorgefassten Rahmen eingepasst sind. Andererseits wird durch diese Wissensbegrenzung die Phänomenologie der Selbstgespräche für sich noch einmal ins Licht gestellt. Geht es nun letztlich, wie Kuhn in seinem Buch behauptet, nur mehr vordergründig um eine Maschine, die ihn beim Schreiben solcher Literaturform unterstützt, sein Denken dehnt und hintergründig eigentlich ihn schreibt?
Mit Sicherheit lässt sich sein Buch in die Linie digitaler Literatur einordnen, die sich reflexiv auf die eigenen poetischen Produktionen bezieht. Damit regelt seine Autorschaft nicht nur Verweise auf kulturelle Formen, sondern verteilt und zerstäubt sie, wie es im Beitrag von Jasmin Mehrhoff im aktuellen Sonderband zur digitalen Literatur heißt. Die skizzierten Verschleifungen verstehe ich hierbei insofern nicht als beiläufiges Fahrwerk, sondern als Kuhns literarische Konsequenz, die Reflexion der eigenen technischen und sozialen Bedingtheit in die Auseinandersetzung mit dem Digitalen zu bringen und für ein Publikum nach draußen zu stellen. Die Konsequenz, und das erscheint mir angenehm, gilt in meinen Augen dabei nur für ihn selbst. Der oder die Leserin darf durchaus entscheiden, ob er sich nur mit dem Rumpf einer unverstellten Poesie oder auch mit ihrer automatisierten Verarbeitung durch technische Apparaturen beschäftigt, sowie mit den Techniken des Schreibens, die auf ihnen beruhen. Diese Auseinandersetzung lohnt, wie ich finde, denn dann sind über die Selbstgespräche auch Antworten auf die Frage zu finden, wie sowohl der menschliche als auch maschinelle Autor konstruiert wird. Ich kann am eigenen Körper erleben, dass die Autorschaft in solcher Literaturform nicht mehr klar voneinander zu trennen ist und mit dem Finger auf der Performativität einer doppelt transparenten, seltsamen Schleife entlangfahren. Dann legt sich einerseits eine lebhafte Spur der Verstrickung beider Autoren darüber und andererseits strickt sich zeitgleich etwas zwischen literarischem und wissenschaftlichem Text über das Selbst und zwischen technikwissenschaftlichen Schriften über Maschinen, die lernen können, weiter. Alles bleibt so in Strudellosigkeit ein bloßer Fluss. Seit ihrem ersten Erscheinen an multiplen Orten des Ursprungs, Max Benses Nachtwache in Stuttgarter Großrechenanlagen, Fricklerkellern, Schlafzimmerateliers, verfolgt die Produkte digitaler Dichtung eine hartnäckige Frage, nämlich ob sie zum Anschauen da sind oder zum Lesen. Ihre Herkunft aus der Konzeptkunst entsprechend rekodieren viele Arbeiten, die heute mit diesem Label getaggt werden, Textmaterial auf eine Weise, dass am Ende ein Fuck You Close Reading dabei rauskommt. Nick Thurstons Vom Unterauftrag ist kein solches Buch. Man sollte es lesen, auch wenn die Lektüre-Erfahrung sich mit der herkömmlicher Dichtung eher nicht vergleichen lässt. Die Kollektivsubjektivität, die sich in den darin versammelten Texten ausdrückt, ist die einer global verstreuten, anonymen Workforce des Amazon-Dienstes Mechanical Turk, im folgenden AMT, einer Plattform, auf dem AuftraggeberInnen AuftragnehmerInnen anheuern können, um kleine Text- und IT-Aufgaben zu erledigen, die keine weitere Eigenschaft miteinander teilen als die, dass sie allein von maschinischer Intelligenz noch nicht geleistet werden können. Amazon nennt die angebotene Ware eine Artificial Intelligence. Vom Unterauftrag besteht aus 100 Gedichten, die Thurston für Centbeträge von AMC-MitarbeiterInnen hat verfassen lassen. Die deutschsprachige Version ist das durch Google Translate gejagte, unkorrigierte Ergebnis. Liest man von 1 bis 100, wird man mit einer erstaunlichen stilistischen Heterogenität konfrontiert, wenn auch eine starke bildliche Dominanz der Variablen Paarbeziehung, sentimentale Introspektion, Natur zu konstatieren ist. Ebenso wiederkehrend, für mich noch wichtiger, ist aber die Heimsuchung der Sprachen des Unterauftrags durch dessen Produktionsprozess. So meldet sich immer wieder die erfolgssichere Stimme des unternehmerischen Selbst zu Wort, die Translate auch ganz gut hinbekommt. Meine Leidenschaft ist das Geschäft, mein Titel ist Unternehmer. Ich liebe, was ich tue, welches ist mehr als die meisten. Negativ korrespondierend, noch dominanter artikuliert sich widerständiges Dichten und Sprechen, das sich Thurstons Auftrag höhnisch, ironisch oder resignierend kommentierend im Konzert der Stimmen äußert und ihre Ausnutzung reflektiert.
In der folgenden Zeile des Gedichts Türke fügt Translate dem Sax der Originalzeile durch Übersetzung eine passend vampirische Dimension hinzu. Ich werde kaum bezahlt und die Stunden saugen, also gib mir einen verdammten Dollar. Während der Sinn der Auftragsdichtungen, die die UnterauftragnehmerInnen produziert haben, in der Regel sofort verständlich ist, zerschießt Google Translate deren Syntax und Semantik zuverlässig. Zu einem schönen Effekt dieses Prozesses möchte ich mit Verweis auf die erfreuliche Zerrung einiger Tropen zu sprechen kommen, die die Übersetzung eines titellosen Textes zum Preis 70 Cent ergibt. Die Libelle erhob sich zum extremen Himmel, als hätte es beschlossen, den neuen Tag zu machen, um die Stimme gegen die Fremden neu zu erheben, die Missbildungen der wenigen Exzentriker zum Absturz zu bringen. Am extremen Himmel also arbeitete die Libelle wie die bösen Engel aus Hans Arps Dichtung an der Befreiung einiger Exzentriker, deren Missbildungen sich dort als Gestirn aufzuspannen scheinen. Das Verfahren unkundigen LeserInnen von Gegenwartsdichtung käme die deutsche Version der Gedichte auf den ersten Blick wohl zeitgenössischer vor als ihre englischen Vorlagen. Also kaum Reime, pluralisierte Semantik, scheinbar performatives Ausstellen von Sprachmaterial. Ein daran geschultes Lesen allerdings liefe ins Leere, denn es ist hier kein zigfach kodierter Sinn versteckt, den eine findige Hermeneutik entschlüsseln könnte. Auch wenn die Verfremdung Google Translates ein Ausstellen des Materials bewerkstelligt, ist Material hier weniger ein Verweis auf das linguistische Fundament semantischen Ausdrucks und eher wie in Materialismus Verweis auf die ökonomische Struktur, die den Unterauftrag ermöglicht. Die Abhängigkeit des Textes von einer zutiefst ungerechten globalen Arbeitsteilung reflektiert Translate mit seiner Übersetzung von ein Gedicht, das du nicht geschrieben hast. Indem es in der dritten Strophe Reime sind nicht frei, aber sie fallen mir leicht übersetzt und dort den offensichtlichen Kandidaten kostenlos für die Übersetzung des Wortes free kontextuell verfehlt, unterstreicht das Übersetzungsprogramm das Hauptthema des Buches: Zeit als bezahlte Zeit. In zweifacher Hinsicht wird Thurston et al.'s Buch damit zu einer Form der Post-Internet-Poetry, ohne dabei einen ästhetischen Schwerpunkt auf ein neues iOS-Interface oder Emoji-Alphabet zu legen. Zum einen wird die Immaterialität, die idealistischen Beschreibungen des Netzes bis heute glitzern lässt, von der Realität einer in jeder Hinsicht materiellen, globalen Infrastruktur, zu der alle Leitungen, Server und Körper gehören, die Thurston im Unterauftrag zusammenschließt, gekontert. Das widerwärtige Amazon-Wort einer Artificial Intelligence ist zum anderen Hinweis auf die verborgene Vorbedingung, dass vom Anbieter als ubiquitär verfügbar, flexibel abrufbar beworbenen Produkts, nämlich der Präsenz und Arbeitskraft der ausgebeuteten AMT-Angestellten. Durch die nervöse und repetitive Vielstimmigkeit jener dichtenden ArbeiterInnen sowie die konsequente Durchführung der Thurstonschen Konzeptmethode zu solcher Art Reflexion über die Existenzbedingungen des Gelesenen gebracht zu werden, ist das, was am besten funktioniert, an vom Unterauftrag. Die Arbeit ist allerdings nicht die erste, die die schmerzhafte Erfahrung der Implikation ihrer RezipientInnen in die letzte Version eines zerstörerischen digitalen Kapitalismus durch eine künstlerische Appropriation von AMT thematisiert. Vielmehr sind solche Verfahren, wie Darren Wörschner im Nachwort richtig bemerkt, mittlerweile zu einer Kompositionsübung konzeptuellen Schreibens geworden, die genauso schnell gecrowdfundet wie abgenickt wird. Auch wenn einige der AutorInnen des Textes und nicht zuletzt dessen Remix-Übersetzung schon affektive Störfeuer und berührende Mikropoesien produzieren, ist die gesamte Arbeit noch stark von der formalistischen Konzept-Lit-Geste einer steuernden, distanzbehauptenden Autorenposition geprägt. Inwiefern wäre Thurstons Verfahren in ein postkonzeptuelles Feld zu überführen, in dem die Sauberkeit der Geste schmutzig, die behauptete Distanz minimiert wäre? Könnte es einen kontrollierten Schritt mehr in Richtung des Potenzials bedeuten, dass die Kontingenzlibelle unter den extremen Himmel malt?
Wir befinden uns in einer Ära der globalen Koexistenz von Mensch, Maschine und Natur. Unser Alltag ist von elektronischen Geräten und deren Berechnungen geprägt. Das hat auf alle Bereiche der Existenz Einfluss. Und selbstverständlich erlebt auch die Literatur in diesem Zeitalter ihre technologisch wie thematisch spezifischen Veränderungsprozesse. Das noch junge Genre der digitalen Literatur stellt spannende Fragestellungen von der Verwandlung des Schreibprozesses bis zur Rezeption des Textes und öffnet die alten, selbstverständlich gewordenen Definitionen von Begriffen wie Literatur und Poesie erneut. In dieser Nische entsteht die Textproduktion in unterschiedlichen Computersprachen, Codes und künstlichen Intelligenzen, deren Ausgangspunkt meist in einem oder mehreren Befehlen liegt. Themen wie der Mensch als organisches, unbewusstes wie bewusstes Subjekt des Schreibens, der Mensch als politisches Wesen, der zwischenmenschliche Dialog, die Sublimierung, die kathartische, politische und emanzipatorische Funktion der Kunst, die Empathieentwicklung und das Erleben von Erfahrungen anderer Realitäten bieten sich auf eine neue Weise äußerst wichtig im Zusammenhang mit dem digitalen Feld an. So kreist die Frage, wie und ob im Zusammenhang von digitaler Literatur überhaupt von Literatur allgemein und insbesondere von Poesie gesprochen werden kann. Denn das Ergebnis eines Befehls in eine Programmierungssprache, die aus Algorithmen von riesigen Korpora besteht, als digitale Poesie eingestuft werden kann, ist alles andere als selbstverständlich. Die Argumentation, etwa dass die alleinige Ansammlung von miteinander verbundenen Wörtern oder Sätzen genügte, um etwa einen QL-Code als literarisches Werk, als Dichtung zu erkennen, vereinfacht diese grundsätzliche Diskussion. Vielleicht liegt gerade diese Uneindeutigkeit hinsichtlich der Genrezugehörigkeit der digitalen Literatur in einer durchaus neuen Form der literarischen Absurdität, die sich in ihr sowohl syntaktisch wie auch semantisch zeigt. Das Buch Code Poems oder Code, geschwungene Klammer auf, Poems, geschwungene Klammer zu, Jahrgang 2012, herausgegeben von Isaac Bertham, wird im gelungenen Vorwort von Jamie Allen als ein Experiment oder Forschungsprojekt bezeichnet. Im Gegensatz zu computergenerierten Texten digitaler Literatur sind die Gedichte in Codeform in diesem Buch von Menschen geschrieben. Die Idee für den Open Call hatte Bertan, wie Jamie Allen die Geschichte des Geschehens beschreibt, als jener eines Nachts in einer Kopenhagener Bar einem Gespräch beiwohnte, in dem ein Ingenieur sich damit brüstet, dass er die Autorin den Autor eines Computerprogramms alleine am Schreibstil identifizieren könne. Bertan erkannte an dem Abend, dass Code sich von einer natürlichen Sprache wenig unterscheide. Der Call war ausgerichtet an menschlichen Themen und so war es eine Einladung zum
Code to speak about life or death, love or hate. Code meant to be read, not run. Die auf unterschiedlichen Programmierungssprachen verfassten Gedichte mussten zwei Bedingungen erfüllen. Einerseits durften sie nicht größer als 0,5 KB sein und zweitens mussten sie kompilieren. Das heißt, sie müssen in der Programmiersprache, in der sie geschrieben wurden, funktionieren. Insgesamt wurden 200 Gedichte von Programmierern und Programmiererinnen aus 30 Ländern eingeschickt und hochgeladen. Berten hatte für die Auswahl der Texte die Hilfe von 4 Code-Lektoren, nämlich von 4 Hardcore-Programmierern, die allesamt literarische Expertise aufweisen. 55 Gedichte wurden ausgewählt und in diesem Buch veröffentlicht. Jedes Gedicht beschäftigt sich mit einem anderen Thema, wie Leben, Tod, Roboter, Dichtung, Religion, Wissenschaft, Liebe, Mathematik. Sie tragen orthodoxe Titel, die in nicht kodiertem Zustand eine zwischenräumliche Funktion haben, wie Schiffe, die die Leserinnen zur Codewelt transportieren und begleiten. Inmitten der kodierten Sprachen blitzen immer wieder Stellen auf, die ein Andocken ermöglichen, die von subtilen Humor und Nachdenklichkeit getragen sind. Unhandled Love. Class Love. Geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu. Stichpunkt. Void Main. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Geschwungene Klammer auf. Throw Love. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Stichpunkt. Geschwungene Klammer zu. Unhandled Love von Daniel Bezzara ist in C++ verfasst. Andere Gedichte unter anderem in HTML, C#, SQL, Objective-C, AppleScript und Java. Die eklektische Herangehensweise, die dem Buchprojekt zugrunde liegt, zeigt sich besonders anschaulich in dem Wechselspiel von Form und Inhalt, in der Motivation für die Programmierer und Programmiererinnen, Codes als eine Art Dichtungssprache zu sehen und diese dann auch in analoger Buchform zu veröffentlichen. Vor. Klammer auf, Klammer zu. Diese einfache Widmung ist faszinierend und erinnert an den Satz von Rosemary Waldrop. Poetry is taking place of language in the spaces between words. In Programmiersprache ist dieser Code eine Endlosschleife. Das leise Lesen der Gedichte in Programmiersprache, die Stille der Seite, hat eine ganz andere Qualität als laut vorlesen. Hier ein Abschnitt des ersten Gedichts des Buches, das sich mit Dichtung beschäftigt. Ars Poetica. String Silence ist gleich, Gänsefüßchen auf, Leerzeichen, Gänsefüßchen, Strichpunkt. String Idea ist gleich, Gänsefüßchen, This isn't poetry, Punkt, Gänsefüßchen, Strichpunkt. String Draft, Strichpunkt. String eckige Klammer auf, Poem ist gleich, New String, eckige Klammer auf, Idea, Punkt, lenkt, runde Klammer auf, runde Klammer zu, eckige Klammer zu. Nach der Widmung folgt ein aufschlussreiches Vorwort von Jamie Allen, einem der Lektoren, in dem er unter anderem über die Ähnlichkeiten zwischen Dichtung und Code schreibt. If our house of language is also a prison,
Poetry is an escape tunnel. Damit ist implizit gemeint, dass literarisches Coding vor allem im Genre der Dichtung ein Zuhause finden kann. Denn laut Ellen arbeiten Programmierer und Programmiererinnen mit den Codes genauso wie Dichterinnen mit der Sprache. Lediglich mit einem mathematischen, esoterischen und begrenzten linguistischen Werkzeug. Er meint, es gibt Programmiererinnen, die in Fortran träumen. Und irgendwo auf der Welt läuft gerade eine hitzige Diskussion in Python. Langfristiges Engagement in der Softwarearbeit kann dem Denkmuster einer Person, den Verstand, den Zugang zur Welt verändern. Das hat einen großen Einfluss darauf, was wir als Kultur verstehen. Body. Something this life has taught me is that the perfect body is a myth. And there is no secret shortcut to happiness. And nobody is always right. We all have moments of brilliance and fits of rage and live our lives beautifully in the world's imperfect plane. Dieses Gedicht lässt sich als ein körperpolitisches Statement lesen und als ein gutes Beispiel dafür, dass digitale Literatur und digitale Autorschaft sich eben nicht aus dem Politischen ausschließen müssen. Zumindest auf einem ersten Blick scheint nämlich die Kraft des subjektiven Bewusstseins des schreibenden Subjektes durch die schiere Existenz des Algorithmus gebrochen zu sein. Sarah Berger, Lesen und Schreien, Social Media Collagen, 2020 erschienen bei Frohmann. Lesen und Schreien, auf so vielen Ebenen Schreien. Tapezierte Sprache irgendwie dieser gesammelten Collagen darin, geschichtet gestapelt Chatverläufe, Google-Suchen, Dating-Apps, Kontaktlisten eigener Posts, Zitate. Darunter und darüber Gedachtes, Erzähltes, Erlebtes. Schreien in Reaktion auf die sich durch das Buch hinweg in unterschiedlichster Weise präsentierenden Angebote zur Intimität. In Reaktion auf die Marktlogik, in die sich ein vielleicht auch einfach elementares Sehnen nach Nähe begibt. Schreien aus Wut. Schreien natürlich auch als Schreiben ohne B, ohne Plan B vielleicht ein alternativloses Laut. Fragmentarisch ebenso die ineinandergelegten Texte der Collagen. Unvollständige Screenshots, sich beinahe brutal gegenseitig unlesbar machende Ebenen. Es ist tatsächlich ein sehr digitales Lesen, in das man da gerät, eine Art Schlagzeilenschau. Mein Entziffern hat deutlich weniger mit philologischem Arbeitsethos zu tun als mit Voyeurismus. Tapezierte Sprache also ja, allerdings verweigert sich die Plakativität dieser Bilder, anders als die der uns umgebenden Außenwerbung, jeder Eindeutigkeit. Stattdessen vervielfacht das Stimmengewirr, das man da liest, anschaut eher die Möglichkeiten des Bedeutens. Ich, I'm still so destroyed inside, white boy poetry air, I still have troubles at white boy poems air, had sex a couple of times this week, her legs, but somehow I'm not into it. Air makes me sad, reminded me of air, I'm more just into the cuddling my ex. She put on TV, ich, do you have plans for a lit amber leaf tonight? We could meet just four in her hungry vagina, cuddling and TV.
I actually can't have her squishy pussy whole sex physically tasted off. Yeah, that would be nice. But I have a shit date tonight, it's her first. So it can, I licked her, be short. I'll let you know, big mouth. And it was like depression. Flächig verteilt über die Redeanteile dieser dröhnenden Stimmen geht es ums Schreiben. Und ja, natürlich stehen Schreiben und Schreiben in Dialog. Das Ganze könnte auch der Versuch einer Art Röntgenaufnahme von Schreibprozess sein. Leben und Lesen, die sich verweben als Sprache, ein Knäuel an Bedeutung bilden. Womöglich sind diese Seiten einfach Momentaufnahmen dessen, wie ein Schaffensprozess im Zeitalter des Digitalen aussieht. Mit einer Autorin, die eher Kuratorin, in Buchform zynisch, die Optik benutzerfreundlicher Interfaces und optimierter User Experiences. Es sind Innenräume, die sich dabei aufblättern. Natürlich erleben sich diese zeitgenössischen Innenräume immer schon mit integrierter digitaler Öffentlichkeit, aber ja, die schambesetzte Intimität eines Suchverlaufs sowie privater Nachricht ist spezifisch für unsere Zeit. Auch da Traurigkeit, zart und fragil, manchmal fast inszeniert anmutende Melancholie und auch vor der Rolle der sensiblen, sich beim ins Leben stürzen anstoßenden, labilen jungen Frau, die die Literaturgeschichte allzu gut kennt, machen die Stimmen der Texte nicht Halt. Brechen sie zum Glück aber auch immer wieder, am intensivsten eigentlich durch einen den Band durchziehenden feinen Humor, sprachlich durch Momente des flapsigen, unmittelbaren, ein Aufatmen. Innenräume auch, weil das gelabelt werden als Feministin sowie der Begriff Gender ganz allgemein die Einschätzung, dass sich da ein Ich in irgendwie geartet überproportionierter Weise mit diesen Themen beschäftigen würde, erst von einem Außen so angetragen wird. Trotz allem ist dieser Außenwelt natürlich schon auch Konfrontation leid. Verträglich proportionierte Dosen, die sich ablehnen oder annehmen lassen, genügend Zeit aus sicherer Warte heraus wohl überlegt zu reagieren. Andere mögliche Fragezeichen an so etwas wie Gesellschaft sind dabei in beinahe auffälliger Weise abwesend, dürfen sie vermutlich auch sein, wenn sich in all dem eine gezogene Konsequenz erkennen lässt, dann wohl am ehesten jene in den späten 2010er Jahren sehr präsente, dass es nebst der sorgfältigen Kuration des eigenen Ich vermutlich das Sinnvollste wäre, einfach möglichst viel Fun zu haben. So ganz nehmen sich die Texte das aber selbst nicht ab. Zu stark ist dafür ein regelmäßiges Aufflackern von herzergreifend, von zärtlich und auch einfach von schön, poetisch. Und ständig und überall strukturell und als Thema Serialität. Am offensichtlichsten natürlich die wechselnden Du's, die immer wieder neuen DatingpartnerInnen. Wie einer der Texte es sagt, it's kind of cool to lie in bed again and again with these differently broken people. Aber auch einzelne Textfragmente wiederholen sich und dieses Immer-Wieder-Lesen reproduziert natürlich den irgendwie manischen Moment im aufgepeitschten Spannungsraum, im elektrisierenden Vielleicht des Flirts. Eine Smartphone-Kontaktliste voller Vornamen, deren Nachname stets Tinder. Eine große Familie, ein Stammbaum potenzieller Nähe als Archiv. Ich denke an Wittgensteins Rede von der Familienähnlichkeit, einer geflechtartigen Vernetztheit anstelle eines einenden Prinzips. Womöglich baut Lesen und Schreien ein derartiges Gefüge Familienähnlichkeit rund um das Begehren. Mit dabei das Begehren, begehrt zu werden, sowie die regelmäßige Weigerung, zurückzubegehren. Seriell natürlich auch die grellen Farben, die kommen und gehen, das streckenweise sogar einstimmige Pink, das in listenartigen Aufzählungen selbst wiederum in ein Loop gerät, abtreiben, gebären, Diät, Blowjob lesen, Blowjob Heißhunger. Also ja,
Nicht nur die Saiten selbst klingen symphonisch, auch der Band hat einen Takt. Immer wieder drängt sich eine Art auktoriales Ich in den Vordergrund, die Gleichzeitigkeit der Collage ein Nebeneinander verschiedener Bewusstseinsebenen. Diese omnipräsente Serialität wird also echte Alternative zu Linearität. Übrig bleiben in diesem Collagenformat von Liebesgeschichte dann vor allem viel Anfang und viel Schluss. Und irgendwie auch die Absage an ein essentialistisches Menschenbild, an ein Sich-Finden mit der Zeit im Laufe der Jahrzehnte. Stattdessen sind sie immer alle zeitgleich alle da. Die poetische Stimme, die aufgekratzte, die Weise, die Hoffnung und die Resignation, der Blödsinn, die Belanglosigkeit, die Wut, der schnelle Spaß, das kurze Leiden, das lange Leiden, der kurze Leerlauf, das langanhaltende Fragezeichen, die Langeweile, das Kichern, die Philosophin. Alle am Schreien. Vielen Dank an Anke Dörsam, Julia Dorsch, Anja Engst, Frauke Gerstenberg, Elena Kaufmann, Benedikt Kuhn, Mai Mergenthaler, Adela Sophia Saban und Seda Tunsch für die Videolyrikkritiken zur digitalen Poesie. Danke auch an Franz John für die Genehmigung, diese Intro und Outro vor seiner Arbeit Turing Tables aufzunehmen. Danke an Charlotte Krüger und Julian Engels von Look Production für die Produktion dieser Sendung, ans Team vom Haus für Poesie und an den Hauptstadtkulturfonds, aus dessen Mitteln die Akademie für Lyrikkritik in diesem Jahr gefördert wird. Die nächste Veranstaltung findet am 5.11. statt mit Kritiken zu Poesiefilmen. Geschwungene Klammer auf, eckige Klammer auf, gleich, goodbye, Klammer zu.